Okay. Sie sind an einem roten Punkt, dass sie aufgezeichnet wird. Herzlichen Dank für Ihr Einverständnis. So, und jetzt würde ich das Wort übergeben. Ich ziehe mich jetzt hier langsam zurück mit diesem Monitor. Herr Rainer, Jakob bleibt noch übrig. Und ich bin wirklich gespannt auf deinen Vortrag. Rainer, dein Wort, bitte. Ja, danke. Ich bleibe übrig. Ich hoffe, du bist im Hintergrund auch noch da, auch wenn wir dich nicht mehr Ich sehen. bleibe da, genau. Gut. Okay, wir werden jetzt als erstes den Bildschirm umstellen auf ein anderes Layout, das wir brauchen für unsere Präsentation. So, die startet jetzt. Ja, wir werden hier also begleitet von einer PowerPoint-Präsentation. Das ist so ein bisschen unser roter Faden, der uns da durchleitet und zum Teil auch uns als Veranstalter jetzt daran erinnert, was wir als nächstes tun sollten. Wir werden zum Teil auch anderes benutzen als die Präsentation. Das werden Sie gleich im Ablaufplan sehen, was dann noch so auf Sie zukommt. Ja, Sie sehen hier schon den Titel, Interaktive Whiteboards, eine Einführung. Und das ist eigentlich auch so gemeint. Also es richtet sich auch explizit an Teilnehmer, die noch keine oder noch nicht so viel Erfahrung mit dieser Technologie haben. Ich hoffe dann, dass diejenigen, die doch schon etwas darüber wissen oder schon damit gearbeitet haben, auch noch das eine oder andere Neue dabei mitnehmen können. Ja, wir werden sehen. Wir werden es auch gleich noch abfragen, inwieweit Sie schon mit der Thematik in Berührung gekommen sind. Ich schalte jetzt mal weiter und hier sehen wir den Ablauf. Ja, die Begrüßung haben wir jetzt ja eigentlich schon gehabt. Die Vorbereitung ist jetzt noch nicht abgeschlossen. Wir werden dazu gleich auf der nächsten Folie Sie das erste Mal beteiligen, also bis auf das, was Sie jetzt schon im Chat alles geantwortet haben. In dem Sinne, dass wir also weitere konkrete Fragen stellen. Danach folgt eine thematische Einführung eben über interaktive Whiteboards allgemein. Was ist das so? Was macht man damit? Solche Sachen. Dann werden Sie die Gelegenheit bekommen, zu dem, was Sie gesehen haben, Fragen zu stellen. Das wird dann im Chat passieren. Und wir werden uns bemühen, dann auf alles zu antworten. Das ist manchmal nicht so einfach, wenn die Fragen da sehr zahlreich und gleichzeitig reinkommen. Aber wir sehen zu, dass wir das schaffen. Dann würden wir aus dieser Präsentation rausgehen und ein paar Anwendungsbeispiele angucken. Anwendungsbeispiele bedeutet, dass wir die Software benutzen, die mit der interaktiven Tafel verwendet wird. Wir sehen dort Übungen interaktiver Art, die wir normalerweise also in einer Präsenzunterrichtssituation mit den Lernenden durchführen würden und werden also auch die Interaktionen machen da. Das ist allerdings natürlich nicht so, als wären wir jetzt in einer Unterrichtssituation. Das heißt, viele Dinge, die werden Sie nur sehen können, wie ich sie tue, und Sie müssen sich dann vorstellen, dass es eine Unterrichtssituation eben ist mit Teilnehmenden, die auch wirklich daran beteiligt werden. Darauf werde ich sicher das eine oder andere Mal dann hinweisen. Ja, danach werden wir Sie bitten, sich vorzustellen, für welche Ihrer möglichen Lernszenarien das Gesehene eine Bedeutung haben könnte, also inwieweit das nützlich sein könnte für das, was Sie vielleicht mit einer solchen Tafel tun wollen würden. Und gleich darauf zwei weitere Fragen, nämlich welche Mehrwerte und Vorteile sehen Sie in der Benutzung solcher Tafeln, so nach dem Gesehenen eben, und auch welche Probleme oder Hürden können Sie sich vorstellen bei der Benutzung dieser Technologie. Dann wären wir inhaltlich am Ende und kämen zur Verabschiedung und würden Sie bei dieser Gelegenheit auch bitten, noch unsere Evaluation durchzuführen. Das wäre dann aber danach und das könnten Sie dann in Ruhe für sich machen. Gut. Ja, dann kommt jetzt die Vorbereitung, wie sie angekündigt war. Jetzt würde ich Cornelia bitten, das, was wir hier jetzt als Screenshot sehen, einfach mal noch als Spot aufzurufen. Ich komme schon. Ja, wir wollen nämlich gerne wissen, wo Sie eigentlich sind, dass wir einen Überblick bekommen, ja, wie unsere Teilnehmer so auf der Landkarte verteilt sind. Also Frau Rosa und ich haben jetzt schon uns eingetragen hier. Frau Rosa ist eben Hildesheim, Niedersachsen und ich bin Osnabrück, Niedersachsen. Und wir sind jetzt sehr gespannt, wo Sie sind. Das ist. Ja, es gibt da jetzt oben ein Eingabefeld, wo Sie dann so ähnlich wie wir vielleicht was eintragen könnten. Ja, Clausthal-Zellerfeld, Vechta, Meschede, Nordrhein-Westfalen. Aus Baden-Württemberg, Ja, Teufel, Münster. Münster. München in Bayern. Das ist bisher die größte Entfernung, soweit ich sehen kann. BS ist Braunschweig. Ja. Wahrscheinlich, ne? Das würde ich auch so sehen, ja. Oldenburg, Niedersachsen. Ja, das ist doch schön verteilt im Moment über ganz Deutschland.
aber noch nicht darüber hinaus. Genau, wir werden nachher in der Evaluierung auch nochmal danach fragen, wo Sie herkommen und auch die Frage, wie Sie auf uns aufmerksam geworden sind. Da sind wir natürlich auch gespannt, wie Sie jetzt darauf kommen aus Nordrhein-Westfalen oder aus Baden-Württemberg, wie Sie auf unsere Adresse gekommen sind. Aber es ist schön, dass Sie da sind. Oder aus Bayern, ja. Oder aus Bayern, genau, Entschuldigung. Aha. Gut, ja, dann vielen Dank für die Antwort. Das ist für uns in der Tat ganz interessant zu sehen, ob jetzt mehr so Leute aus unserem Projektkontext dabei sind oder auch viele Leute darüber hinaus an dem interessiert sind, was wir hier tun. Gut, dann kämen wir gleich zur zweiten Frage, die auch eine Vorbereitung ist. Und das wäre für mich jetzt zur Orientierung wichtig, zu wissen, ob Sie schon Erfahrungen mit der Technologie interaktives Whiteboard sammeln konnten oder nicht. Oder in welcher Menge, Form. Es gibt noch ein paar Verschiebungen. Aber jetzt könnte es, das wäre es jetzt, glaube ich. Ja, kann sein. Ja, wir haben also jetzt den größten Teil von Leuten, die sagen, ich weiß sehr wenig darüber, das ist gut, ich werde auch ganz vorne anfangen und nicht besonders viel voraussetzen. Ich weiß einige darüber, habe aber keine eigenen Erfahrungen, ist auch eine gute Voraussetzung. Wir werden manches eben bildlich zeigen und vor allem eben auch die Software vorführen. Aber zu dem Bereich sage ich natürlich gleich noch mehr. Ich habe erste Erfahrungen damit gemacht. Klingt so, als wäre da ja, Interesse, vielleicht was Neues zu lernen. Das ist ja auch gut. Ich habe schon öfter damit gearbeitet. Ist natürlich im Prinzip gut, wenn Sie schon viel wissen. Und ich hoffe, dass ich Sie jetzt hier nicht unterfordere. In jedem Fall hoffe ich, dass es noch Anregungen gibt, die Sie vielleicht aus den Anwendungsbeispielen mitnehmen können, auch wenn Sie über die Technologie an sich schon gut informiert sind. In jedem Fall würden wir dann weitermachen. Mit der Frage, was ist das eigentlich für diejenigen, die noch wenig darüber wissen? Gut, dann geht's jetzt los. Was ist ein interaktives Whiteboard? Das ist also eine elektronische Tafel für den Präsenzunterricht, steht hier. Das sind also drei mögliche und richtige Antworten. Es könnte noch mehr geben. Elektronische Tafel heißt zunächst mal, es ist eine Tafel. Die eignet sich also für den spontanen Anschrieb mit der Hand. Es gibt da also in der Regel Stifte, mit denen man eben darauf malt, wie auch mit einer Kreidetafel oder mit einem Whiteboard mit den Farbstiften. Und das erste Besondere ist eben, dass man das mischen kann mit multimedialen Präsentationen. Dass man also Bilder einbinden kann oder Audio verwenden kann oder eben auch Video. Und dass eben alles dann auch auf diese Weise annotierbar ist, dass man in das Video, in das Bild reinmalt und Dinge hervorhebt, beschriftet, wie auch immer. Und dabei eben auch nicht nur selbst damit arbeitet, sondern vor allem auch die Teilnehmer nach vorne bitten kann, Teilnehmerin, und bitten kann, bei der Arbeit zu helfen, das heißt Dinge zu verschieben, einzuordnen, zu beschriften, da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Wichtig ist zunächst mal jedenfalls, dass es sich nicht nur um eine Tafel für Anschrieb handelt, auch nicht nur um ein Präsentationsmedium, das könnte man ja sonst einfach mit einem Beamer machen, sondern vor allem auch um eine Arbeitsfläche, auf der mehrere Leute, früher hieß es dann abwechselnd, heute zum Teil auch gleichzeitig arbeiten können. Da hat sich die Technik weiterentwickelt. Ja, hier sehen wir erstmal die Hardware. Wir sehen hier jetzt als Beispiel, weil das bei uns eben das Gängige ist, ein Smartboard. Ich werde dazu gleich noch mehr sagen, zu der Vielfalt von Herstellern und Produkten. Wir nehmen jetzt einfach mal das Gerät als Beispiel für andere mit. Das ist also so, dass wir hier die Tafel als Darstellungs- und Schreibfläche sehen. Links und rechts sehen wir die Lautsprecher, wenn eben Audio dabei ist oder auch Video mit Audio. Und wir sehen oben drüber einen Kurzdistanzbeamer. Der ist also, steht also ungefähr, wie soll man sagen, na, so 40, 45 Zentimeter vor und projiziert das Bild dann eben auf diese Fläche. Und damit da überhaupt etwas erscheinen kann auf dieser Tafel, brauchen wir eben einen Rechner, der angeschlossen ist. Dieser Rechner, den sehen Sie in dem zweiten Bild, in dem Kasten da unten an der Wand unter den Kabeln. Und ohne Rechner würde natürlich die Tafel leer bleiben, weil die Tafel nur eine Darstellungsfläche ist. Und der Rechner muss eben wissen, was Sie wollen und deshalb nimmt er eben Eingaben entgegen. Diese Tafeln sind ja touchfähig, das heißt, Sie würden mit dem Finger oder mit dem Stift darauf schreiben. Mit dem Finger würden Sie die Mausfunktion benutzen und können also Knöpfe drücken und wohl auch malen, aber das Malen würde man in der Regel dann mit dem Stift tun, weil das besser geht als mit der Maus. Ja. Bei uns ist es also so, wie Sie sehen, dass der Rechner fest an der Wand da verschraubt ist und eben auch fest mit dem Board verbunden ist. Man könnte jetzt alternativ dazu oder als einzige Lösung auch ein Kabel da haben, an das man ein Notebook anschließt.
Das würde dann in beiden Fällen bedeuten, dass auf dem Rechner hier sowieso eben die Software zur Ansteuerung des Boards vorhanden ist und funktioniert. Aber auch wenn Sie ein Notebook anschließen, müssen Sie dann die Software des jeweiligen Herstellers installiert haben, damit alles so funktioniert. Ja, die Lautsprecher muss man, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Einfach wenn Ton übertragen wird, müssen sie da sein. Der Projektor, habe ich auch schon gesagt. Sie kennen ja Beamer sicherlich sehr gut. Einer, es gibt noch eine. Ja? Es gibt eine Frage hier, ob es auch kabellose Übertragungsmöglichkeiten gibt. Weißt du das? Kabellose Übertragungsmöglichkeiten ist mir bisher nicht bekannt, halte ich aber für möglich. Also per WLAN vielleicht? Wir haben in aller Regel hier eine USB-Verbindung, um eben die Eingaben auf dem Board zum Rechner zurückzuschicken. Und das könnte man sicherlich auch mit einer drahtlosen Verbindung ermöglichen, aber ich habe sowas noch nicht gesehen. Ich kann es mir aber gut vorstellen, aber so richtig beantworten kann ich die Frage eigentlich nicht. Okay. Gut, und auf dem letzten Bild sehen wir eben die Bedienkonsole. Da sehen Sie, da sind so Stifte und ein Schwamm, was man so an einer normalen Tafel eben auch benutzen würde, und ein paar Knöpfe. Bei den Knöpfen ist wichtig, da gibt es einen Eingangswahlschalter. Das heißt also, man könnte ja jetzt entweder den Rechner oder auch ein Notebook anschließen und dann müsste man eben die Quelle wählen, deren Bild übertragen werden soll. Dann haben wir dann Lautstärkeknopf, einen Anknopf und vor allem eben die Stifte. Die Stifte sind jetzt so beschaffen, dass sie elektronische Tinte auf die Tafel malen. Das heißt, das ist nicht wirklich, das ist dann keine Farbe oder so, sondern das erscheint dann einfach als Grafik, wenn man so will. Aber es ist anders als ein Bild, insofern, als man eben all das, was man mit der elektronischen Tinte schreibt, mit dem Schwamm auch wieder wegwischen kann. Aber Elemente wie Bilder, Videorahmen oder Blockschrift, Computerschrift kann man eben nicht wegwischen. Und wir sehen vor dem Schwamm noch die Farbwahl. Man hat also ebenso wie an analogen Whiteboards zunächst mal die Auswahl zwischen vier Farben, kann dann aber oben in den Menüs noch weitere Farben wählen. Gut, was wir nicht sehen, sind die vielfältigen Bedienmöglichkeiten, die man natürlich durch die Software hat. Da sind dann also oben Menüs wie in den meisten Programmen, wo man dann ganz viel auswählen und tun kann. Dazu kommen wir dann später noch, das sehen wir dann in der Software selbst. So, das war jetzt die Hardware, die wir an einem Smartboard haben. Nun zu der Frage, was ist eigentlich ein Smartboard? Das ist der Eigenname eines bestimmten Produkts einer Firma. Die Firma heißt Smart Technologies und die Boards, die von denen kommen, heißen also Smartboards. Das ist so ein bisschen wie mit dem Tempotaschentuch, wo die Leute ja auch sagen, gib mir mal ein Tempo, aber eigentlich ein Papiertaschentuch damit meinen. Und so ist es hier. Allgemein spricht man von interaktiven Whiteboards und Smartboard ist also ein Eigenname wie Tempo. Auf dem Markt gibt es insgesamt eben 20 verschiedene Hersteller ungefähr. Das ändert sich auch so ein bisschen manchmal. Und davon ist Smart eben der größte und am weitesten verbreitete. Trotzdem trifft man auch oft genug dann andere Boards an. Das liegt daran, dass die meisten anderen Produkte etwas günstiger zu haben sind als Smart. Ich will das nicht weiter kommentieren. Es geht hier ja nicht um Marken. So ziemlich alle Boards, von denen, die ich bisher gesehen habe, werden mit einer herstellereigenen Software geliefert. Die ist dann normalerweise auch im Produkt mit drin. Das heißt, wenn man ein Board kauft, bekommt man die Software dazu und einen entsprechenden Schlüssel. Und bei allen Modellen ist es wohl so, dass in dem Moment, wo ich eine Tafel gekauft habe, die gesamte Institution eine Lizenz bekommt. Das bedeutet für uns, sobald wir ein Smartboard hier angeschafft haben, an der Uni Osnabrück, dürfen alle Nutzer, das wären also eingeschriebene Studenten und Mitarbeiter, diese Software nutzen, und zwar nicht nur auf den Boards, sondern auch auf Privatgeräten zu Hause. Das ist auch relativ wichtig, weil man sehr schön Tafelbilder für interaktive Whiteboards zu Hause vorbereiten kann. Man kann dann ähnlich wie bei PowerPoint, also all das hineintun in sein Tafelbild, was man eben zeigen möchte, bis zu einem bestimmten Einstiegspunkt, das vorbereiten, und da es ja aber ja nicht nur eine Präsentation ist, dann eben auch interaktiv weiterentwickeln mit den entsprechenden Lernenden. So, leider gibt es, je nachdem was man nimmt, große Unterschiede zwischen den Systemen, sowohl in der Hardware. Sie sehen hier zum Beispiel in der Mitte nochmal das Smartboard mit seiner Bedienkonsole, wo da Stifte und der Schwamm liegen. Links bei dem Promethean Active Board sehen Sie nur eine Stiftablage. Da könnten jetzt Stifte drin liegen oder auch nicht, aber es gibt jedenfalls keine Knöpfe, keine Farbwahlschalter oder sowas. Und rechts sehen Sie überhaupt keine Bedienelemente unten. Das ist ein Bild, was ich aus dem Internet geholt habe. Ich weiß auch nicht, was für ein Board das ist.
Es war einfach unter dem Titel Interaktives Whiteboard frei zu haben, das Bild. Ich wollte hier nur eben zeigen, dass es verschiedene Modelle gibt, die auch verschiedene Features dann bieten und eben auch verschiedene Bedienelemente. Das ist aber nicht das Hauptproblem, sondern das Hauptproblem ist, dass die Software von jedem Board, die mitgeliefert wird, völlig anders funktioniert in aller Regel. Das ist also ein größerer Unterschied, als wenn Sie zwischen Windows und Mac jetzt hin und her wechseln würden. Es ist also so, wenn ein Lerner ein Board benutzen möchte und eine Schulung macht, die meinetwegen 2 oder 3 Stunden dauert, dann ist er danach auf diesem Modell einigermaßen handlungsfähig. Wenn er dann dabei bleibt und weiter damit übt, er oder sie, kann er oder sie sich das dann relativ schnell und gut aneignen. Und wenn ein solcher einigermaßen geübter Nutzer inzwischen dann an ein anderes Fabrikat kommt, zum Beispiel an das Promethean Active Board, und versucht die gleichen Dinge zu machen, die er oder sie am Smartboard jetzt schon kann, dann wird es wirklich schwierig. Also man fühlt sich wieder als Anfänger, man sucht die einfachsten Dinge und manches kriegt man erstmal auch gar nicht ohne Hilfe hin. Rainer, es gibt noch eine Frage dazu, ja. Und zwar, wie Softwareprodukte untereinander kompatibel sind. Ja, das sind. Ist eine gute Frage. Hier müsste man sagen, größtenteils nein. Bei den größeren Herstellern ist es so, also konkret weiß ich, dass Promethean Active Board, die Software von denen hat die Möglichkeit, auf Smartboard erstellte Tafelbilder einzuladen, also zu importieren. Die funktionieren dann auch einigermaßen, so bis auf Schriftartenprobleme oder so. Aber jede Software hat auch Alleinstellungsmerkmale. Zum Beispiel ist es bei der Smart Software möglich, Tabellen zu erstellen wie in Word. Dass man also ein Fenster aufmacht, da wird man abgefragt, wie viele Spalten, wie viele Zeilen, sollen die quadratisch sein oder nicht und so weiter. Und wenn man dann auf OK drückt, dann kriegt man so eine Tabelle geliefert. Sowas haben andere Softwareprodukte dann nicht. Und wenn ich jetzt also eine Präsentation einladen will, in der so eine Tabelle drin ist, dann stürzt das möglicherweise ab. Genau das ist mir auf dem Active Board passiert. Mit einer Präsentation von Smart, und zwar konkret wegen der Tabelle. Das habe ich ausprobiert. Wenn man die rausnimmt, funktioniert es danach. Und gut, ich muss jetzt zugeben, dass ich mich bei Smart am besten auskenne, aber auch andere Boards mögen und werden wohl ihre Alleinstellungsmerkmale haben, die dann wahrscheinlich wieder bei Smart nicht funktionieren würden. Allerdings gibt es einzelne Versuche, eine nicht boardgebundene Software zu entwickeln. Das eine, was es da gibt, ist ein Produkt namens Open Sankore. Das ist von der französischen Regierung für den Einsatz in Afrika gemacht worden und soll auf allen gängigen Boards soweit funktionieren. Ich kann aber nicht sagen, wie gut das dann wirklich gelingt, wenn man damit arbeiten will. Das ist dann sicherlich von Board zu Board verschieden. Ja, das ist ja bei den ganzen neuen Technologien in der Regel so, dass es erstmal nicht abgestimmt erfunden wird und irgendwann kommt dann eine Standardisierung, die dann eingeführt wird. Das heißt, soweit ist es anscheinend noch nicht, aber erste zarte. Ja, genau. Es gab zum Beispiel auch mal den Versuch, ein Dateiformat, also für das Abspeichern der Tafelbilder, zu schaffen, das übergreifend funktionieren soll, dass also alle Softwareprodukte drin haben. Und wenn man dieses Format auswählt, soll es auch auf allen anderen funktionieren. Das hat sich aber nicht durchgesetzt und ist jetzt schon größtenteils wieder aufgegeben worden. Also mit anderen Worten, wir hoffen, dass sie sich weiter vereinheitlichen und aufeinander Rücksicht nehmen werden, aber im Moment ist das leider noch nicht so weit her damit. Und das bedeutet, dass die Anwender große Probleme haben, ja, wenn sie von einem Modell und Software auf ein anderes wechseln. Gut. Was macht man mit dem interaktiven Whiteboard? Ja, zunächst mal schreiben wie auf einer gewöhnlichen Tafel. Das ist zum Beispiel auch in Schulen, wo schon solche Tafeln hängen und benutzt werden, so dass manche Lehrer die Benutzung ganz ablehnen und weiterhin auf die analoge Tafel zurückgreifen, wenn sie die noch haben. Manche Lehrer benutzen zwar die elektronische Tafel, aber genauso wie eine analoge auch und ignorieren die weiterführenden Funktionen. Und wieder andere tun dann sowas, wie wir hier im Bild sehen, ne? Also so ein bisschen Bilder mit reinbringen und interaktiv damit arbeiten und so weiter. Ja, interaktiv unterrichten würde bedeuten, zum Beispiel spielerisch an Inhalte heranführen. Das werden wir in den Anwendungsbeispielen gleich noch sehen, wie das aussehen kann. Und vor allem auch die Lernenden mit einbeziehen. Das ist dann der Teil, den sie sich mehr vorstellen müssen, weil wir das hier natürlich nicht umsetzen können in diesem etwas monologischen Medium, was wir hier jetzt gewählt haben. Gut, aber ich hoffe, Sie haben die Fantasie, ich glaube auch, dass Sie die haben, um dann doch was daraus mitzunehmen.
Ja, und wenn etwas Schönes entstanden ist, dann kann man die Tafelbilder eben abspeichern und sie später weiterentwickeln. Man kann sie an Kollegen weitergeben, man kann sie exportieren in andere Formate, zum Beispiel als PDF abspeichern oder als PPT, also als PowerPoint wenn man es dort benutzen will, wo nur PowerPoint vorhanden ist zum Beispiel. Aber es gibt eben im Normalfall auch ein eigenes Format, das heißt dann bei smart.notebook. Und darin ist dann alles abgespeichert, was wir sehen und auch zwar auch mit der kompletten Funktionalität. Das heißt, wenn man das dann wieder auf einem Board oder zumindest in dieser Software aufruft, wird alles wieder so funktionieren wie vorher. Gut, die Situation an deutschen Schulen und Hochschulen ist also so, im Jahre 2008 bis 2010 gab es Konjunkturpakete, wo sehr viel Geld freigesetzt wurde zur Anschaffung von Hardware. Da sind also ganz viele interaktive Whiteboards gekauft worden, auch andere Technologien für Schulen, aber im großen Maßstab eben interaktive Whiteboards. Leider hatte man das Geld nur bereitgegeben für die Hardware, aber nicht für Schulungsmaßnahmen, sodass also die Fortbildung der Lehrer, die damit arbeiten sollte, ein bisschen zu kurz gekommen ist, also eigentlich sehr viel zu kurz. Es gab und gibt wenig Schulungsmaßnahmen. Deshalb werden die Whiteboards meist nur von einzelnen, wenigen Lehrenden benutzt, die sich so auch aus eigener Initiative mehr dafür interessieren. An niedersächsischen Hochschulen sind interaktive Whiteboards nur stellenweise verbreitet, also an Hochschulen hier jetzt. Das bedeutet, es gibt mehr Schulen, die größere Anteile von Whiteboards schon in ihren Unterrichtsräumen haben. Hochschulen auch, aber wir versuchen eben, den Lehrenden an den Hochschulen diese Technologie nahezubringen und versuchen eben ihnen zu zeigen, worin sie ihnen etwas nützen könnte. Das hier ist gewissermaßen auch eine Maßnahme in diesem Bereich. Es ist ohne weiteres möglich, dass Lehrende dann mit Recht sagen, nein, das nützt mir nichts, aber es gibt eben auch eine Menge Leute, die entdecken dann Möglichkeiten, didaktische Art, Arbeitstechniken oder was immer, die eben doch sehr schön sind und vielleicht auch nur mit diesem Medium umsetzbar sind. Wir haben weiterhin festgestellt, dass das Interesse von Hochschullehrenden zwar vorhanden ist, aber geringer als das von Lehramtsstudierenden. Von Studierenden allgemein könnte man vielleicht auch sagen, darüber weiß ich nicht so viel, bei uns ist es so, dass vor allem die Leute, die auf Lehramt studieren, davon haben wir eine Menge, und die wissen, ich werde eines Tages vor einer Klasse stehen und es ist gut möglich, dass ich dann eben auch mit interaktiven Whiteboards arbeiten kann oder muss, dass die sich jetzt schon fit machen wollen, das aber nicht können. Denn wir an den Hochschulen sind eigentlich zumeist noch nicht so weit, dass wir ihnen eine Ausbildung organisierter Art für diese Technologie anbieten können. Wenn sie Glück haben, lernen sie das dann in den Referendariatsausbildungen. Und wenn sie Pech haben, lernen sie nichts darüber, trotz eigenen Interesses, stehen dann eines Tages in der Schule, finden das zwar toll, jetzt das Ding vor sich zu haben und vielleicht nutzen zu können, wissen aber nicht, wie es geht. Und da sind wir also jetzt gefragt, das nicht nur für uns jetzt auszudehnen für die Lehre, sondern eben auch den Studierenden etwas anzubieten, womit sie zum Beispiel eben die Pädagogen etwas anfangen können, sodass sie dann auf die Zukunft vorbereitet sind. Ja, das Interesse für die Technologie und auch die vorhandene Medienkompetenz von Lehrenden ist an Schulen und Hochschulen generationsabhängig, haben wir festgestellt. Das bedeutet, jüngere Leute wie unsere Studierenden sind meist durchaus interessiert und bringen auch einige Medienkompetenz mit, müssen es aber eben auch erst lernen und können das dann manchmal ja und oft nein. Ältere Lehrer oder Hochschullehrende sind oft ein wenig reserviert und nutzen die Technologie eher wenig bis gar nicht oder eben nur eingeschränkt. Das ist jetzt natürlich eine statistische Aussage, das kann im Einzelfall ganz anders sein. Aber das ist etwas, was man in dieser pauschalen Form statistisch so sagen kann, das ist so. Gut, das war jetzt erstmal meine thematische Einführung, das ist ja auch schon relativ lange gegangen. Ich glaube, wir müssen ja auf jeden Fall zusehen, dass wir unsere Anwendungsbeispiele noch kriegen. Ja, ist noch gut, meinst du? Okay. Ja, dann haben Sie jetzt die Gelegenheiten, im Chat Fragen zu stellen. Genau, und ich möchte ganz schnell eine Frage dir zuwerfen. Ich habe den Herrn Müller schon vertröstet mit seiner Frage, und zwar war die Frage, ob die Softwareprodukte die Tafelbilder inklusive der Kommentare auf dem Whiteboard abspeichern. Was ich mal sofort vermute, ja, auf alle Fälle, aber ich bin da nicht die Expertin. Ja, ich müsste hier mal nachfragen. Kommentare heißt die handschriftlichen Annotationen, die man zusätzlich zu Medienelementen macht wahrscheinlich, oder? Genau, die Hochschulkommentare. Ja. Genau, also die alles, was man handschriftlich da reinbringt, ist dann Teil des Tafelbildes und wird somit abgespeichert. Immer dann, wenn man etwas reinbringt, sei es, dass ich ein Bild einlade jetzt durch Import oder dass ich etwas schreibe, es entsteht dann ein Objekt und wenn ich da mit dem Finger, der ja die Maus darstellt, draufklicke,
dann kommt ein gestrichelter Kasten drumherum. Und das heißt, es ist ein Objekt. Und in diesem Sinne sind alle Objekte gleich. Der einzige Unterschied ist, dass ich Handschriftliches wieder abwischen kann und dann ist das Objekt eventuell auch wieder weg oder nur noch teilweise da. Und dass ich andere Objekte elektronischer Art eben nicht abwischen kann, aber natürlich auch löschen. Okay, danke. Jetzt gibt es noch eine zweite Frage hier. Ist es möglich, mit mehreren Rechnern am Platz auf ein IBB zuzugreifen und zum Beispiel ein Tafelbild gleichzeitig zu bearbeiten? Multitasking ist es nicht, aber... Das ist ja eine interessante Frage. Also von mehreren Sendern sozusagen. Ich habe dieses Szenario noch nicht gesehen, vermute auch, dass es bei den jetzt angebotenen Tafeln nicht möglich ist. Es ist also ja so, von der Hardware her, dass man verschiedene Eingangssignale hat und man wählt. Es gibt also zum Beispiel am Smartboard einen Knopf, da steht VGA 1 und wenn man da nochmal drauf drückt, steht da VGA 2 und dann kommt HDMI 1 und dann kommt HDMI 2. Das heißt, man wählt immer genau eine Eingangsquelle aus. Kann also zwischen verschiedenen hin und her schalten, würde dann aber jeweils andere Bilder kriegen. Es ist mir nicht bekannt, dass man die Rechner so vernetzen kann, dass sie an derselben Software arbeiten und das noch mit im Zusammenhang mit dem Board. Ich kann also die Frage nicht definitiv beantworten, aber ich vermute mit diesen Boards nein. Ist es nicht auch so, also du hast ja vorhin gesagt, dass das IBB für den Präsenzunterricht gedacht ist. Mhm. Und ich glaube auch zu wissen, dass mehrere Personen an einer Tafel sein können und verschieden, also zur gleichen Zeit Inputs geben können. Also zwei Leute können gleichzeitig malen auf diesem Board und das Board registriert das und kann das aufnehmen. Ich glaube, das geht. Ja, und das geht. Dafür ist es ja eigentlich auch gedacht, es ist ja weniger daran gedacht, jetzt von mehreren Rechnern auch zuzugreifen, als wirklich den Präsenzunterricht mit Präsenz dann auch zu gestalten, oder? Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall schon seit einigen Jahren so, dass man zwei Leute gleichzeitig daran, das haben glaube ich auch die meisten Hersteller jetzt schon geschafft, sie arbeiten aber auch daran, dass noch mehr Eingaben gleichzeitig von verschiedenen Seiten, also verschiedenen Teilnehmern und eben an verschiedenen Stellen des Boards möglich sind. So dass da also eine Interaktion gleichzeitiger Art auf diese Weise schon mal möglich ist. Was außerdem möglich ist, fällt mir jetzt ein, das ist allerdings wieder im Moment meine Antwort auf Smart beschränkt. Es gibt ein System der Kollaboration, das verschiedene Endgeräte wie zum Beispiel Smartphones beinhalten würde. Man kann dann zum Beispiel eine Frage stellen um ein Stimmungsbild oder sowas, also ähnlich wie bei Clicker nennen wir das ja oft, also Audience Response Systems, dass dann Leute Geräte haben, auf denen sie eine Antwort geben können, auf eine Frage, die vorne steht, und dann würde das System eben alle Antworten entgegennehmen, so wie wir es hier ja auch mit unseren Pods machen, also mit den Abfragen zum Beispiel. Sowas kann man auch machen, dass man auf der Tafel dann Abfragen aus oder Antworten auf Abfragen aus der von den Teilnehmern entgegennimmt, indem eben eigene Geräte oder auch spezielle, also das Clicker-System zum Beispiel, wo dann jeder sein Maschinchen kriegt und dann eben auf Fragen antworten kann, sodass das insgesamt entgegengenommen wird. Das geht schon. Aber verschiedene Rechner, die sich dieselbe Software teilen, also das vermute ich eher, dass das nicht geht. Okay. Jetzt gibt es, glaube ich, noch eine Person, die jetzt noch was eingibt, aber dann würde ich fast sagen, dass du ruhig weitergehen solltest. Ja. Oh, da. Doch, jetzt wieder. Warten wir nochmal ganz kurz. Genau. Weil Steffen fragt an, wir greifen mit einer ITV-Box über WLAN, über iPads auf das Board zum Präsentieren zu. Aber ist das dann eine Person oder gibt es über mehrere? Über mehrere Rechner. Mhm. Mehrere. Ach ja. Ja. Also WLAN auf alle Fälle. Ja. Ja gut, aber letzten Endes können wir es nicht ganz... Also sagen wir mal so, es ist keine standardmäßig vorgesehene und typische Funktion. Dass es über zusätzliche technische Lösungen möglich ist, hören wir gerade ja. Gut. Und nur zum Präsentieren hat Herr Steffen jetzt noch nachgereicht. Ja, danke für die Ergänzung. Aber das ist schon ein eher ungewöhnliches und wahrscheinlich technisch auch einigermaßen anspruchsvolles Szenario, würde ich vermuten. Dann klicke ich erstmal weiter. Ja, Peter England schreibt noch, das finde ich klasse. Ich stelle mir das so vor, dass man auch am Platz sitzen kann und per Tablet das Tafelbild gemeinsam bearbeiten kann.
Also was auf jeden Fall geht, um das jetzt mal aufzunehmen, es gibt Podien, heißt das, also das Podium. Das ist so gewissermaßen ein Vakuum, so eine Fernbedienung. Da hat man so ein Tablet, so ein großes vor sich, malt da drauf herum mit dem Finger, mit Stiften oder was auch immer und dann wird das eben übertragen. Mir wäre aber auch da nicht bekannt, dass man das mit mehreren gleichzeitig machen könnte, sondern das ist dann statt direkt am Board zu stehen und Eingaben zu machen, würde man das dann gewissermaßen fernbedient tun. Dieses Szenario kommt zum Einsatz zum Beispiel bei Vorlesungen. Ein interaktives Whiteboard hat im Standardfall eine Ausdehnung von 2 Metern oder kurz drüber und das wäre in also einem größeren Vorlesungssaal dann nicht mehr gut zu sehen für die Leute hinten. Deshalb würde man dann einen Beamer nehmen, eine große Leinwand, das sehr groß, die Software präsentieren und dann über so ein Podium Eingaben machen. Aber auch da ist dann der Standardfall, dass man das mit genau einem Gerät tut. Herr Müller schreibt, und das kenne ich auch vom Goethe-Institut in Mexiko. Ah. Und genau, das geht auch, ja. Also das, genau. Mhm. Herr England schreibt jetzt mal, Peter England schreibt nochmal. Am Goethe-Institut in Mexiko war ich auch mal, aber nicht in Mexiko-Stadt, sondern in Guadalajara. Das existiert im Moment schon nicht mehr. Ja, das habe ich vorhin nämlich unterschlagen, was ich hätte auch noch sagen sollen, dass du auch schon mal im Goethe-Institut warst und da sehr tätig und engagiert warst, genau. Ist für diesen Zusammenhang vielleicht gar nicht so wichtig, aber wenn ich das lese, Goethe-Institut Mexiko, dann erinnere ich mich natürlich. Hast du Heimatgefühle? Ja, so ein bisschen. Okay. Mhm. Gut, also dann würden wir jetzt umschalten. Mhm. Und zwar ist das dann wieder ein anderes Layout. Das war's nicht, oder? Nee, das war's nicht. Achso, ich muss jetzt hier die Freigabe beenden oder wie läuft das? Nee, du, ja genau. Du gehst jetzt mit der Freigabe von deinem Bildschirm auf dein Notebook-Programm. Das wird jetzt ganz spannend. Da habe ich gestern ganz viel schon bei gelernt. Ich bin ganz gespannt, wie das bei Ihnen ankommt mit den Anwendungsbeispielen. Ach so, das war es auch nicht. Entschuldigung. Ich wollte ja den Bildschirm freigeben. Ne? Ja, es sah aber nicht ganz schlecht aus. Es war schon das Richtige, aber noch auf die falsche Art. Aha. Ja, jetzt wird es so sein, dass Herr Jakob nicht mehr das gesamte Bild hier sieht. Deswegen werde ich ihm jetzt noch mehr zwischendurch mal vielleicht reinfunken, falls Sie Fragen dazu haben sollten. Aber das klappt, glaube ich, ganz gut mit uns beiden hier. Ja, ich wollte auch noch was anderes vorausschicken. Das ist also so, dass ich einen kleinen Rechner noch laufen habe. Das ist der Xerxes, den Sie als Teilnehmer sehen, damit ich auch das sehe, was Sie sehen als Teilnehmer. Und das Problem ist, dass ich bei einer Bildschirmfreigabe selbst nicht das sehe, was Sie sehen. Und das mache ich eben, indem ich mir einen kleinen Monitor mit einem anderen Rechner mache, der ein Teilnehmer ist. Und wenn ich jetzt öfter mal so wie jetzt dorthin schaue, dann gucke ich eben Sie gerade nicht an. Das ist dann zur Kontrolle, dass alles in Ordnung ist und ich das richtige Bild eben auch für Sie bereitstelle. Gut. Ja, Sie sehen hier jetzt die erste Folie. Das heißt, eigentlich sind es keine Folien, denn es ist ja ein Tafelbild. Das heißt, ich könnte jetzt auch hier das Ding packen und herumschieben. Ich könnte es größer machen und kleiner. Hier sehen Sie jetzt zum Beispiel, dass ich da mal draufgeklickt habe mit der Maus und dann entsteht eben der Rahmen drumherum. Und jetzt könnte ich hier unten zum Beispiel das nehmen und das vergrößern oder verkleinern. Wenn jemand in der letzten Reihe was nicht lesen kann, dann ziehe ich es größer. Also jedes Element, das ich an einer normalen Tafel oder jeder Tafelanschrieb, den ich an einer analogen Tafel mache, steht dann ja erstmal so da und die einzige Möglichkeit, das noch zu verändern, verbessern, wäre eben es abzuwischen und neu irgendwo hinzuschreiben und dann zu hoffen, dass es da in der richtigen Ecke steht und später nicht stört. Hier ist es eben so, dass man jedes Element beliebig bearbeiten, herumschieben, verändern kann. Gut, dann kommen wir zu den Anwendungsbeispielen. Wir sehen 3 Stück. Das eine ist eine Satzbauübung im Deutschen. Das gehört also zu dem Bereich Deutsch als Fremdsprache. Das zweite ist nur eine Demonstration. Da geht es um die Flaggen der europäischen Länder. Das ist jetzt inhaltlich natürlich keine große Herausforderung und auch in akademischen Kontexten nur mäßig wissenswert. Allerdings sehen wir ja da mal, wie das System uns unterstützt beim spielerischen Charakter von Unterrichtsaufbau. Und das dritte ist dann etwas Ähnliches, also auch eine spielerische Herangehensweise an echte Inhalte. Und zwar geht es da darum, in den Bereich Philosophie einzuführen. Gut, ich komme jetzt mal zu der ersten Übung, Satzbau im Deutschen. Ja, Sie sehen hier jetzt einen Satzstrahl, das ist also die theoretische Struktur eines deutschen Satzes, und eine Wortwolke. In dieser Wortwolke ist ein kompletter Satz drin, der aus vielen Elementen besteht. Und diese Elemente müssen wir ordnen. Für den deutschen Muttersprachler ist das nicht nur völlig einfach, weil er das Sprachgefühl hat, das automatisch richtig zu machen.
sondern der könnte sich auch fragen, wozu sollte ich das eigentlich tun? Wenn wir uns jetzt aber die Situation im Zweitspracheunterricht vorstellen, wo ein nicht muttersprachlicher Sprecher versucht, eben einen deutschen Satz zu bilden, dann fragt er sich oftmals, was kommt an welcher Stelle? Kommt das Element heute jetzt vor oder nach diesem oder jenem anderen Element? Und das wird man mit der Zeit üben und auch dann Sprachgefühl entwickeln als Zweitsprachlerner, aber das dauert. Und bis dahin steht man immer wieder vor der Frage, wo kommt das hin? Was ist die richtige Reihenfolge? Und darauf gibt es eben eine theoretische Antwort, die man aber eben auch praktisch hier zeigen kann. Und zwar machen wir das jetzt einfach mal. Ich ziehe jetzt einfach mit der Maus ein Element, von dem ich nicht weiß, was ich erwische, aus der Wolke heraus. Ich habe jetzt also das Verb gebacken, also das Partizip gebacken erwischt und sehe an jetzt wahrscheinlich schon, wo es hinkommt. Wo kommt es hin? Ja, genau, hier ans Ende, nämlich das Verb 2. Wir werden haben eben, wie Sie an der Verbklammer sehen, vorne auch ein Verb 1. Das haben wir jetzt noch nicht gefunden. Das werden wir dann aber erkennen. So, ich ziehe jetzt das nächste heraus. Heute. Sie haben sich vermutlich schon gefragt, wenn Sie es nicht wissen, was TKML bedeutet. T steht für temporale Elemente. Das ist also das hier. Das antwortet auf die Frage, wann. Dann kommt K, kausale, also fragt nach dem Grund oder dem Anlass. Dann kommt modal, das ist die Frage wie, und lokal, das ist die Frage wo passiert etwas. Und dann gibt es noch bekannte und unbekannte Informationen, dazu kommen wir dann bei Gelegenheit. So, jetzt habe ich hier etwas anderes rausgezogen, ihrer Mutter. Wir wissen, dass die Person, um die es hier geht, eine Mutter hat. Das ist jetzt bekannte Information und kommt dahin. Einen Kuchen, das ist neue Information. Woher weiß man das? Ja, daher, dass es einen unbestimmten Artikel hat, sonst wäre es den Kuchen, wenn der Kuchen schon im Gespräch genannt worden wäre. Aber mit einen, also im unbestimmten Artikel, ist es neue Information. So, dann kann ich jetzt schon sehen, Petra kann ich rausgreifen, die stellen wir mal an den Anfang. Mit viel Liebe, wir wissen jetzt schon, dass Kuchen gebacken wurde, also wie wurde er gebacken? Mit viel Liebe. Hier haben wir das Hilfsverb hat und zum Geburtstag ist der Anlass oder der Grund und damit kausal. So, jetzt haben wir das richtig geordnet und Sie sehen jetzt schon, das ist etwas, was man in dieser Form auf einer normalen Tafel nicht machen kann. Man kann nicht etwas, was da irgendwo ist, auf diese Weise ineinander verstecken und man kann es auch nicht einfach herausziehen und woanders hinschieben. Sondern dann könnte man vielleicht mit Kärtchen an einer Pinnwand arbeiten, die man auf diese Weise ordnet oder so. Da gibt es schon Möglichkeiten. Aber hier geht das alles eben sehr einfach. Und ich kann jetzt zum Beispiel auch die Positionen wechseln. Ich könnte zum Beispiel sagen, heute hat Petra ihrer Mutter zum Geburtstag mit viel Liebe einen Kuchen gebacken. Ich kann jetzt alle möglichen Umstellproben machen und ich kann jetzt unter anderem auch herausfinden, warum das ausgerechnet die Reihenfolge TKML hat und nicht anders. Ich kann jetzt zum Beispiel mal das Ding heute nehmen und diese Positionen tauschen. Lesen wir es mal. Petra hat ihrer Mutter zum Geburtstag heute mit viel Liebe einen Kuchen gebacken. Das klingt nicht geradezu absurd, aber schon ein bisschen eigen, also ein bisschen ungewöhnlicher. Wenn ich jetzt sage, Petra hat ihrer Mutter zum Geburtstag mit viel Liebe heute einen Kuchen gebacken, klingt es noch ein bisschen ungewöhnlicher. Es ist leider nicht einfach zu sagen, warum das eine jetzt eher falsch als richtig klingt und das andere nicht so, das andere dann doch richtig. Das, was man hiermit sagen will mit TKML ist, wenn Sie diese Reihenfolge einhalten, sollte es auf jeden Fall richtig werden. Und das ist das, was den Deutschlerner interessiert. Er möchte eine Anleitung, wie er es auf jeden Fall richtig hinkriegt. Auch wenn vielleicht andere Stellungen auch funktionieren mögen. Und solche Dinge kann man dann hier eben sehr schön ausprobieren durch diesen Verschiebecharakter. Ein anderer Aspekt, auf den ich jetzt aufmerksam machen wollte, ist, wie macht man das eigentlich? Wenn ich jetzt so eine ähnliche Übung machen wollte über ein anderes Thema, dann könnte ich ja hier diese Elemente eben nochmal produzieren wollen. Und da ist die Frage, wie geht das? Das ist sogar relativ einfach. Ich drücke hier oben im Menü jetzt mal das ist eine Linie, die da entsteht. Und gehe mal auf das blaue Ding hier. Dann ziehe ich hier mal und jetzt entsteht so ein Ding, wie Sie es da unten sehen, ganz schnell. Dann gehe ich auf das A, damit entsteht ein Textfeld, mache das und gebe ein L ein. Jetzt habe ich also schon genau das Element, was wir hier unten sehen, neu produziert. Und Sie sehen, also bis auf die Eingabe der Wörter, die so ein bisschen dauert und die Wolke muss man irgendwo herkriegen, ist das also ganz schnell gemacht. In 10 Minuten oder so hat man das Ding zusammen, wenn man weiß, was man tun will. In der Präsenztafel jetzt, also wenn ich vor dem Ding stehe, dann fasse ich das ja mit einem Fingern an wahrscheinlich, dann tippe ich genau. Das A. Das ist auch nicht so, dass ich jetzt als Lehrer das alleine machen würde und da vorne nur meine Show abziehe, sondern ich bitte dann natürlich einen Teilnehmer, möglichst freiwillig nach vorne, der soll sich dann wie in einem Spiel irgendwas aus der Wolke herausholen und der soll es auch nicht alleine machen und wird davor geführt, sondern alle sind gefragt.
die ganzen Leute, die dann hinten sitzen, die kann er dann um Hilfe bitten, wenn er nicht weiter weiß. Und natürlich kann man zwischendurch auch diskutieren, warum ist jetzt einen Kuchen neue Information. Das heißt, wir werden auf jeden Fall das ganze Publikum da einbeziehen und es ist nicht nur der eine, der vorne steht. Natürlich kann man auch abwechseln, sodass immer neue Leute an die Tafel kommen. Das ist eben schon durchaus interaktiv gemeint. Mhm. Wolltest du noch mehr sagen, Conny? Also ich finde das total klasse. Ich habe das gestern ja schon mal gesehen und war ganz überrascht von den sehr anschaulich. Also ich kenne Sprachunterricht nicht, Deutschunterricht auch nicht und fand das aber hier sehr eingängig. Mhm. Ja, okay. Das ist also zum Beispiel etwas, was jemand, der eine zweistündige Einführung bekommen hat, danach eigentlich schon machen kann. Also man hat eben oben die Menüs kennengelernt und eben seine ersten Erfahrungen gesammelt, wie man Objekte herumschiebt und editiert. Und wenn einem da noch irgendwas fehlt, das kriegt man dann auch schnell alleine raus. Aber im Großen und Ganzen kann man das schon machen, wenn man eine Einführung bekommen hat in die Tafel. Mhm. Es gibt aber auch komplexere Elemente, die dann aber auch etwas leisten. Und damit gehen wir jetzt schon zur nächsten über. Sie bekommen nachher noch Gelegenheit, Fragen zu stellen. So, Flaggen in Europa. Wir haben ja also jetzt eine Europakarte. Wie gesagt, inhaltlich interessiert uns das nicht so besonders, aber wenn wir jetzt wieder uns eine Gruppe vorstellen, da würde wieder jemand noch vorkommen, am Anfang gehen die Finger schnell hoch, weil es relativ einfach ist, diese Deutschlandflagge zu nehmen und dann auf Deutschland zu ziehen. Und wenn ich sie da loslasse, rastet sie in der Mitte des vorgesehenen Feldes ein. Wenn ich jetzt die französische Flagge nehme und sie auf Norwegen schiebe, fliegt sie allerdings zurück. Dasselbe passiert auch, wenn ich sie ins Meer setze, dann fliegt sie auch wieder zurück. Das passiert auch in Italien, das passiert überall außer in Frankreich. Das bedeutet, dass die Software weiß jetzt, wo die französische Flagge hin soll und erlaubt es auch nur da. Das ist etwas, das sieht jetzt sehr einfach aus und man möchte jetzt, wenn man es nicht weiß, vielleicht wissen, wie funktioniert das. Es lohnt sich aber nicht, dem im Moment nachzugehen, denn das ist, um es herzustellen, so wie Sie es hier sehen, ist es sehr viel komplizierter, also in der Software. Das ist ein langer Prozess, wo man sich viele Schritte merken müsste und das ist doch relativ schwierig. Deshalb machen wir das so nicht. Was ich mit diesem Bild zeigen möchte, ist eigentlich, dass spielerisches Arbeiten durch die Software gut unterstützt wird. Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. Aber sowas ist eben möglich und vieles andere ist auch möglich. Und jetzt möchte ich Ihnen als drittes eben ein Beispiel zeigen, wo das auch eine etwas interessantere Anwendung findet als bei Flaggen. So, das sind jetzt die Philosophien der Menschheit. Hier haben wir ein bisschen das Problem, das ist eine Übung, die ich vor längerer Zeit gebaut habe und je nachdem, wie man es einstellt, sieht man eventuell nicht alles. Wir haben hier also zum Beispiel jetzt ja drei Philosophen, bei denen Sie die Namen lesen können und unten noch drei, die zum Teil abgeschnitten aussehen. Ich könnte jetzt einfach mal die Ansicht umstellen auf ganze Seite, dann sehen wir jetzt unten etwas zu viel. Aber jedenfalls sind auch die Namen von den unteren drei Philosophen zu sehen. So, mhm. Aufgabe. Setzen Sie jedem Philosophen den ihm zukommenden Denkerhut auf. Am Anfang wissen wir jetzt noch nicht, warum wir das tun sollen, aber jemanden nach vorne zu holen und zu sagen, hier, nimm mal irgendeinen Hut, setz den mal dem erstbesten Philosophen auf, mal sehen, ob er passt. Das machen wir jetzt mal. Ich nehme jetzt mal den gelben Hut und setze ihn Aristoteles auf. Das Problem ist jetzt wieder, ich habe das Bild jetzt verkleinert, damit es komplett zu sehen ist. Jetzt ist es nur schwer zu lesen. Ich gehe jetzt mal auf 200%. Dann können Sie es hoffentlich auch lesen. Ich gucke mal auf meinem kleinen Bildschirm als Monitor. So, der Wille ist ein Vermögen, nur dasjenige zu wählen, was die Vernunft, unabhängig von der Neigung, als praktisch notwendig, das ist, als gut, erkennt. So, jetzt ist die Frage, passt dieser Hut dem Aristoteles? Und die werden wir natürlich entscheiden darüber, könnte das Aristoteles gesagt haben oder nicht. Und es ist jetzt schade, dass Sie nicht gleich mitmachen können. Es gibt hier sicher den einen oder anderen Kenner, der das wüsste. Für die anderen, die noch sich fragen, ob das so ist, es sind hier in dem Text die Worte praktisch und Vernunft drin. Kannst du nochmal das ganze Bild kurz zeigen? Ja. Das ist mal ganz nett, ein bisschen mit überlegen zu dürfen. Ja, genau. Wir haben hier außerdem jetzt noch zur Auswahl Hegel. Der spielt allerdings gar nicht mit. Da sehen wir eine Blende davor, die ihn noch sperrt. Ansonsten Nietzsche, Descartes, Machiavelli und Kant. Und ich habe jetzt schon gesagt, praktisch und Vernunft ist drin, das ist, Sie haben es lange gemerkt, Hand. So, den gehört dieser Hut. Und jetzt würden wir den nächsten teilnehmen. Wie bitte? Herr Müller hatte sich vorgewagt und richtig. Wahrscheinlich eher Kant. Ja, gut, Herr Müller, Sie haben einen Punkt. Ja. Schön. Jetzt würden wir den nächsten Hut jemandem aufsetzen, zum Beispiel da oder da. Genau, bei dem nächsten könnten ja vielleicht die... Können Sie ja mitraten, wenn Sie mögen.
Ich stelle es mal auf 200% und scrolle dann rüber. So, die Menschen urteilen im Allgemeinen nach dem Augenschein, nicht mit dem Handeln. Nicht mit den Händen. Nicht mit den Händen, Entschuldigung. Sehen, nämlich kann jeder, aber ich sehe offenbar schwach, denn ich habe mich verlesen. Verstehen können wenige, jeder sieht, wie du dich gibst, wenige wissen, wie du bist. Und diese wenigen wagen es nicht, sich der Meinung der vielen entgegenzustellen. Das ist jetzt schon der schwierigste Text von allen nach meiner persönlichen Ansicht, aber es kann ja sein, dass sie da trotzdem schon klar sehen. Ja, haben wir die Zeit, das jetzt so weit durchzumachen, dass wir... Wir machen jetzt mal die zwei wollten was eingeben. Die zwei? Was meinst du? Zwei geben gerade was ein, auf die warten wir ganz kurz. Nee, ein Rückzieher gibt es wieder. Ah, es wagt sich keiner. Gut, okay, das ist auch das Schwerste von allem. Okay. Ich nehme mal den blauen. Hier, ich denke also bin ich. Das ist ganz klar Descartes. Ne? Das hätte ich jetzt auch gewusst. Genau. Je mehr schon da ist, desto einfacher wird es natürlich auch den Rest noch zuzuordnen. Aber stimmt denn jetzt Nietzsche oder nicht? Nein, das stimmt nicht. Aha. Den Nietzsche werden wir an seinem Ton erkennen. Na? Also das hier ist der Machiavelli. Ich weiß nicht, ob es jemand richtig... Ja, richtig, da ist auch wieder Herr Müller, hat es gewusst. Ja. Ja, sehr gut. So, ich mache es dann mal zu Ende. Das ist der Herr Aristoteles. Wir brauchen es jetzt nicht alles zu lesen. Den Nietzsche sollten wir noch lesen, weil er gerade schon angekündigt wurde. Ich mache den jetzt nochmal groß. Also, in dem Tone, mit dem ein Märtyrer sein Fürwahrhalten der Welt an den Kopf wirft, drückt sich bereits ein so niedriger Grad intellektueller Rechtschaffenheit, eine solche Stumpfheit für die Frage Wahrheit aus, dass man einen Märtyrer nie zu widerlegen braucht. Die Wahrheit ist nichts, was einer hätte und ein anderer nicht hätte. Ja, Nietzsche war ja ein großer Kämpfer für seine Sache, was auch immer das im Einzelnen war, und hat gerne auch provoziert. Und das kann man hier, glaube ich, schon an der Wortwahl rauslesen. Das ist also das, wo ich hoffe, dass die Leute dann Nietzsche erkennen. Gut, wir haben das Bild jetzt soweit aufgelöst, wenn auch ein bisschen auf die Schnelle und jetzt eben nicht so interaktiv, wie es normalerweise sein sollte. Es geht ja darum, in die Philosophie einzuführen. Das ist ja nicht so, dass man jetzt hiermit alleine schon groß Philosophie lernen könnte, sondern das ist ein Teaser. Man holt womöglich auch Schüler in der Schule mal an die Tafel, lässt sie erstmal nur spielend einen Hut aufsetzen und zieht sie damit in das Thema Philosophie hinein. Und dann kommt eben so ein Rätselspaß, wie Sie das auch aus dem Fernsehen kennen. Ist das richtig oder falsch, so nach dem Motto? Und die meisten Leute würden sich nicht gerne, oder vor allem auch Schüler, nicht so gerne einen Vortrag über Philosophie anhören, sind aber am Spiel nicht abgeneigt. Und so kommt es, dass sich selbst Leute, die sich nur wenig dafür interessieren, sehr leicht auch reinziehen lassen. Und von diesen Beiträgen ausgehend könnte man dann das Thema auch richtig weiterentwickeln, sodass man auch richtig Philosophieunterricht macht. Aber wie gesagt, das hier ist nur ein Einstieg, wo wir das Interesse und die Motivation wecken wollen. So, eine Frage bleibt, nämlich, was hat es mit der Blende auf sich? Der Herr Hegel hatte ja seinen Hut schon auf, den haben wir ja gar nicht aufgesetzt. Herr Hegel ist die Erfolgskontrolle. Ich nehme die Blende jetzt mal weg und da steht... Das Wahre ist das Ganze. Und da dieser Satz korrekt dasteht, haben wir es richtig gemacht. Denn mit jedem Hut und Text darüber verschieben sich hier auch die Wörter. Wenn ich diesen Hut also woanders aufsetze, dann ist das Wort nicht da. Nur dadurch, dass ich jeden Hut richtig aufsetze, entsteht der Satz. Und der Satz kommentiert ja gewissermaßen jetzt auch unser Gesamtbild. Ne? Dass alles an seinem Platz ist und das Wahre ist das Ganze. Gut. Das ist jetzt also ein, naja, man könnte sagen, interaktives Lernspiel zum Einstieg in die Philosophie. Damit wären wir dann mit den Anwendungsbeispielen am Ende und ich glaube, zeitlich haben wir auch nicht mehr so viel Luft. Ronny, was sagst du? Ja, auf alle Fälle, wir sollten dann wieder rübergehen. Genau, wir wollten ja auch noch was drüber reden. Ja, genau. Wir müssen jetzt nochmal das Dokument von vorhin freigeben, ne? Genau, Frau Redinger schreibt, ich bin begeistert. Genau, das habe ich gestern auch gedacht. Da war ich nämlich auch sehr begeistert. Und es wäre ganz schön, wenn Sie vielleicht noch 5 Minuten länger hätten. Wir dachten eigentlich, dass wir bis um 9:30 auch durch sind. Aber vielleicht brauchen wir doch 5 Minuten länger, damit wir jetzt noch so ein bisschen darüber reden können, sozusagen. Ja, immerhin haben wir die Beispiele geschafft. Und jetzt hoffe ich mal, dass die Präsentation schnell kommt. Peter England fragt nach, kann man sagen, das Ganze steht und fällt mit der Software? Ja, das würde ich schon so sagen. Zum Beispiel eine Software, die viele Bugs hat und wo es dann immer nicht funktioniert, wird sehr schnell frustrierend, auch für den Anwender und als Lehrer, der dann vor einer Klasse steht und dann nicht weiter weiß. Also das ist ohnehin ein Thema, auf das wir noch kommen wollten.
nicht nur welche Mehrwerte, sondern auch welche Probleme es gibt. Die Software muss schon A, ausgereift sein und sie muss B, eben das bereitstellen, was Leute dann auch benutzen wollen würden und wo sie einen Mehrwert sehen. Genau. Herr Maripidou fragt, ab welcher Version wäre das Anwendungsbeispiel mit den Flaggen umzusetzen? Ab welcher Version der Smart Software? Softwareversion. Ja, also ich bin mit der Version 10 eingestiegen, da ging das, soweit ich weiß, schon. Das war auch erst vor 2 Jahren oder so, ein bisschen mehr vielleicht. Und wir benutzen im Moment noch die Version 11.4, mit der ist das eben gemacht. Es gibt schon neuere Versionen, die dann auch einen anderen Schlüssel brauchen, als der, den wir haben. Die werden sicherlich nicht weniger können, aber ich kann das leider nur bis zur Version 10 zurückverfolgen und da ging es wohl schon, wenn ich mich richtig erinnere. Okay, danke. Ja, dann. Ja, dann. Genau. Sie schreibt, genau, mit der Version 10 geht es mich nicht. Jetzt nicht? Wer schreibt das? Frau oder Herr Marie. Ach so. Maripidou. Ich dachte, das da schon gesehen zu haben. Das ist allerdings, wie gesagt, vor etwas über 2 Jahren gewesen, als ich die Version noch gesehen habe. Und da war ich selbst noch nicht so weit, dass ich sowas gebaut hätte. Aber wenn Sie es besser wissen, also mit der Version 11 geht es auf jeden Fall, denn das ist die, die wir benutzen. Okay. Und die neueren kenne ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Ja. Ja, sollen wir mal weitergehen? Ja. Dann wechseln wir jetzt mal. Genau, wir sind hier jetzt bei Fragen zu den Anwendungsbeispielen. Sie sind auch schon dabei und fragen schon, das ist gut. Wie Sie sehen, kann ich nicht alle Fragen perfekt beantworten. Das ist zum Teil einfach sehr speziell. Vor allem, wir befinden uns ja jetzt auch weitgehend im Bereich der Smart-Produkte. Aber auch da gibt es also so viele Dinge, die man machen können wollte oder wissen können wollte oder wissen wollen könnte, so rum eigentlich. Also vieles muss man einfach auch selbst durch Ausprobieren herausfinden. Genau. Und dafür hatten wir jetzt nochmal 3 Fragen und überlegt jetzt, um das nochmal so ein bisschen tiefer noch einzugehen und vor allem Ihre Erfahrung abzufragen, ob Sie denken würden, dass es bei Ihnen auch in Ihre Lehr- und Lernszenarien reinpassen könnte. Und fragen einfach mal und schreiben Sie ruhig hier rein. In jeden Pod nennt man die hier in dem Adobe, welche Hürden Sie sehen und welche Mehrwerte Sie sehen beim Einsatz eines IBBs. Und das erste, damit sind Lehr- und Lernszenarien, finde ich ganz spannend. Du, Rainer, hast ja jetzt aus dem Deutschunterricht was gebracht und mit der Geschichte und vielleicht Geografie mit den Flaggen. Haben Sie ähnliche Lehrszenarien, Lernszenarien oder haben Sie aus anderen Fachdisziplinen auch Ideen, wo man es auch ganz gut einsetzen könnte? Ja, es sind ja schon eine ganze Reihe Antworten angekommen. Auch noch eine Frage sehe ich von Herrn Müller. Welche weiterführenden Schulungen zur Software und Anwendung gibt es im Rahmen von eKult? Ja, also wir haben hier ein gewisses Problem im Bereich der Schulungen und sonstigen Veranstaltungen. Also ein Webinar ist natürlich im Grunde nur mäßig geeignet, um sich über diese Thematik jetzt genauer zu informieren, weil man ja das mit einem Präsenzmedium zu tun hat, wir aber jetzt ein Online-Medium benutzen, das also die volle Funktionalität gar nicht nutzen oder darstellen kann. In einer Präsenzschulung könnte man sicherlich viele Dinge nicht nur sehen, sondern auch ausprobieren dann als Teilnehmer. Und hier in Osnabrück bieten wir lokal verschiedene Arten von Schulungen an. Das heißt also Basisschulungen für die Handhabung, Aufbauschulungen dazu, um noch weitere Sachen kennenzulernen. Zum Beispiel diese Funktionalität mit den Flaggen wäre dann eher in der Aufbauschulung drin. Und vor allem aber auch didaktische Schulungen, wo man anhand von weiteren Anwendungsbeispielen, die dann auch andere Fächer betreffen, eben noch mehr Möglichkeiten sieht. Dabei geht es nicht so sehr in die Fachdidaktik hinein, weil das wir nicht leisten können als übergreifende Einrichtung. Es geht mehr darum, wie man Arbeitsprozesse eben im Rahmen der Lehre verbessern kann, interaktiver, anschaulicher machen kann und eben auch das Medium bietet einige neue Möglichkeiten, die man so vorher nicht hatte. Also zum Beispiel habe ich ein Beispiel aus dem Bereich der Videoanalyse, wo dann
die Tafel genutzt wird, indem mehrere Videoplayer gleichzeitig implementiert sind und dann noch annotiert werden kann. Das heißt, man kann dann also in die Bilder hineingehen, in die Videobilder und da Dinge hervorheben durch Annotationen und sowas. Also es gibt da eine Menge Möglichkeiten, die sich in unserem hiesigen Rahmen jetzt nicht richtig zeigen lassen, die aber in einer Schulung schon dann ja bei vielen Leuten auf Interesse stoßen und eben auch neue Arbeitsweisen nahelegen. Aber es setzt eben dann voraus, dass man entweder zu uns kommen würde, aber auch in Göttingen finden Sie viel Unterstützung durch Schulungen. In Hannover ist man, glaube ich, relativ weit damit. Das können unsere Teilnehmer aus Hannover genauer sagen, was man da so anbietet. Und ja. Es gibt vermutlich auch noch mehr Standorte in E-Kult, die zumindest mit den Tafeln arbeiten. Aber das sind die, mit denen ich eben zusammenarbeite und so einen gewissen Einblick habe, was sie machen und ja, die dann eben auch zusammen auf Kongressen vorkommen oder so. Also ich weiß, dass Göttingen auch eine offizielle E-Kult-Veranstaltung dazu gemacht hat und ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch nochmal angeboten werden würde. Wir könnten das ja nochmal weitergeben, wenn da Interesse besteht. Vielleicht gibt es ja die Kollegin, die das auch nochmal machen würde. Ja? Ja, also Sie können sicherlich noch tolle Sachen beitragen, die mir jetzt gar nicht eingefallen wären, die Kollegen aus Göttingen oder Hannover oder auch noch woanders her. Ja. Bei den möglichen Lehr- und Lernszenarien, da ist die Idee vor allem, glaube ich, dass man gemeinsam Ergebnisse erstellt. Kollaborativ wird da häufiger verwendet oder die gemeinsame Erstellung von Präsentationen. Das scheint mir auch so zu sein. Das finde ich eine ganz tolle Möglichkeit, gemeinsam irgendwas zu machen. Eine Idee ist aber auch noch Prozessabläufe. Das kann ich mir auch vorstellen, weil man einfach viele Schaubildmöglichkeiten hat oder einfach grafische Elemente hat, die man dafür gut nutzen kann. Wahrscheinlich gibt es auch viel vorgefertigte grafische Elemente, oder? Rainer? Ja, auf jeden Fall. Es gibt also eine Galerie, ich rede jetzt erstmal wieder von Smart, das ist aber bei anderen Herstellern auch nicht anders, wo man also Tausende und Abertausende von Bildern hat. Dann gibt es interaktive Elemente wie 3D-Modelle, da gibt es so die verschiedensten Sachen. Dann gibt es so Sachen, die der Steuerung dienen, wie zum Beispiel einen Würfel, den man dann werfen kann, indem man draufklickt. Dann gibt es sowas wie eine Stoppuhr zum Beispiel, um bestimmte Prozesse eben auf diese Weise auch grafisch zeitlich zu begrenzen. Und dann kommt so ein Klingelton am Ende, wenn die Zeit vorbei ist. Also da gibt es ganz viele Sachen, die man nutzen kann. Hier wird auch nochmal gefragt, ob es das IWB in Tischform gibt. In Tischform höchstens insofern, als es eben diese Podien gibt. Das ist dann wie so ein großes Wacom-Tablet, sieht das aus. Und das kann man sich vor sich dann auf den Tisch legen und darauf rummalen und eben auch die Software nutzen, wie man möchte und das eben auch übertragen auf einen Beamer, auf ein Smartboard oder ein interaktives Whiteboard oder was auch immer. Mhm. Also ich glaube, also jetzt das Gerät selbst als Tisch habe ich noch nicht gesehen. Ist aber möglich, dass es da Hersteller gibt, die sowas haben. Mhm. Aber in der, sagen wir mal, tischgeeigneten Form eines größeren Tablets gibt es das ja. Mhm. Okay. Bei den Mehrwerten jetzt, da wird der spielerische Charakter auf alle Fälle ganz doll betont von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern hier. Interaktion, keine Langeweile. Gaming, ne, das hat wirklich Spielcharakter. Aktivierung der Studierenden. Ja. Bewegung, das sehe ich auch so, ja. Und allgemein gute Visualisierungsmöglichkeiten, genau. Ja, das ist jetzt zwar noch nicht sehr konkret mit den Visualisierungsmöglichkeiten und das kann ich hier natürlich auch gar nicht so richtig zeigen, aber das ist auf jeden Fall sehr richtig. Also was man da alles visualisieren kann, die Möglichkeiten kann keiner wirklich sich richtig vorstellen, glaube ich, was man damit alles machen kann, wenn man dann entsprechend Zeit und Ideen hätte. Und natürlich ist auch ganz vieles im Internet vorhanden, was man dafür nutzen könnte, wenn man es denn darf. Also das ist sehr wahr, ne, mit den Visualisierungsmöglichkeiten. Ja, und bei den Hürden ist auf alle Fälle die Softwarekenntnis wurde genannt, die eigene Medienkompetenz, die Raumausstattung ganz stark und dass man die Software einfach gut kennt und darin gut geschult werden muss. Ja. Jemand schreibt auch hier, ich habe schon Kritik dazu gehört, gerade bei Lernanfängern wird das Schieben von Wörtern, statt sie zu schreiben, kritisch angemerkt. Wobei man es ja nicht ständig einsetzen muss. Ja, da sind wahrscheinlich dann die Deutschdidaktiker, die sich da wahrscheinlich da nicht ganz einer Meinung sein werden.
weil man das immer, also mit dem Schreiben können, das kann ich mir auch vorstellen, das ist eine ganz wichtige Kompetenz, die man als Mensch sich aneignen muss. Aber so wie Sie auch schreiben, man muss es ja nicht ständig einsetzen. Das ist, glaube ich, das wird immer so sein, dass man das nicht immer einsetzt, sondern eben ab und zu mal als Medienvielfalt nutzt. Das. Ganz genau. Es gilt ja ohnehin in der Pädagogik, man soll jedes Medium für das benutzen, wofür es eben taugt. Und wenn es für etwas nicht taugt, soll man es dafür auch nicht nehmen. Das heißt, man muss auf keinen Fall alles mit dem interaktiven Whiteboard machen, nur weil es da hängt. Die anderen und auch die analogen Medien stehen ja weiterhin zur Verfügung. Und wenn sie für etwas besser sind, sollte man die nehmen. Also ich würde sagen, das interaktive Whiteboard ist nur eine mögliche Antwort auf die Frage nach der Zukunft des Lehrens und Lernens. Und daneben gibt es viele andere. Und man kann sehr schön eben auch abwechseln und kombinieren die Medien. Mhm. Genau. Ja, sich mit dem System auseinandersetzen und vor allem auch die Software, das ist absolut richtig. Es gibt am Anfang einen gewissen Schulungsbedarf, der ist jetzt nicht exorbitant, aber also ohne Schulung geht es kaum für die meisten Anwender und tatsächlich auch einen Übungsbedarf. Ich vergleiche das mit einer Fremdsprache. Wenn ich eine Fremdsprache bis zu einem gut einsetzbaren Niveau gelernt habe und sie dann ein Jahr lang nicht benutze, bin ich danach ziemlich eingerostet und suche nach Worten und die Grammatik ist nicht mehr sicher und dann hat man am Anfang jedenfalls allerlei Probleme, wieder reinzukommen. Und so ähnlich wäre das hier auch. Auch wenn man es mal gekonnt hat und dann eine Weile nicht mehr macht, verlernt man es wieder. Jedenfalls die Einzelheiten und die Handgriffe und so. Die Möglichkeiten wird man nicht unbedingt vergessen, die man einmal entdeckt hat, aber die Umsetzung wird dann wieder schwieriger, wenn man nicht übt. Genau. Ja, okay, Ran, ich glaube, wir sollten zum Schluss kommen. Wir haben schon überzogen und sollten jetzt so langsam die Kurve kriegen. Ja, vielen Dank für die vielen Beiträge, das ist sehr interessant und wir werden uns damit auch noch weiter beschäftigen, mit dem, was Sie da gesagt haben. Mhm. Und es ist überhaupt schön, dass Sie dabei waren und ich hoffe, dass Sie das eine oder andere davon dann auch für irgendwas gebrauchen können und dass Sie es interessant fanden. Sie können das natürlich dann ganz ehrlich, wie Sie es gefunden haben, auch in unserer Evaluation kundtun und ich übergebe dann mal an Cornelia Rose. Genau, wir haben jetzt hier nochmal unsere Abschlussseite sozusagen. Wir möchten uns bei Ihnen ganz herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Möchten Ihnen so ein bisschen einen Ausblick schon mal machen auf weitere eCult-Webinare. Die sind jetzt noch nicht benannt, welche das sein werden, aber die werden jetzt gerade, also das Programm wird gerade erstellt. Und wenn Sie weiterhin Interesse haben, dann gehen Sie ruhig mal auf die Seite www.eCult-niedersachsen.de. Die wird demnächst auch noch überarbeitet, das wird aber noch eine Weile dauern. Da sind wir gerade dabei, um Sie vielleicht auch nochmal auf anderen Wege Impulse noch mitgeben zu können. Ja, und bis dahin wären wir Ihnen aber sehr dankbar, wenn Sie vielleicht noch ein Feedback uns geben würden über diesen Link hier. Den schreibe ich jetzt mal links in den Chatraum hinein. Darüber können Sie unsere Evaluation aufrufen und das Passwort ist eCult, kleingeschrieben. Und wenn Sie darüber hinaus noch Interesse haben, dass wir Ihnen die PowerPoint zukommen lassen, dann wäre es ganz schön, wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse entweder schicken an, jetzt habe ich die andere Adresse hier, die schreibe ich jetzt auch nochmal in den Chatraum rein, entweder schreiben Sie mir dann direkt oder Sie schreiben das hier in den Chatraum rein, das können Sie machen, wie Sie mögen, dann sammeln wir die und würden Ihnen das zuschicken. So, und und ansonsten vielen Dank für Ihre Fragen. Oh, ich glaube, die letzten haben wir jetzt gar nicht mehr so richtig. Herr Müller hat, glaube ich, noch was geschrieben, aber ich glaube, Herr Müller kann dann die Fragen vielleicht nochmal direkt an mich dann weiterstellen. Hier kommt ganz viel Dank an dich, Rainer, und hier an uns beide nochmal. Ja, sehr gern. Auch vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ja, und wir lassen jetzt hier, sind wir noch ein bisschen drin in dem Raum. Sie können hier einfach rausgehen, indem Sie das Fenster einfach schließen über das Kreuz. Nehmen Sie sich den Link noch mit zur Evaluierung und das Passwort eCult kleingeschrieben. Und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.